Im frühen Mittelalter lebten 95% der Bevölkerung auf dem Land, da sie Bauern waren. Am Ende des Mittelalters waren es immer noch 80% der Bevölkerung. Die Bauern verließen nur selten ihr Dorf und oft kamen sie nicht einmal in die nächste Stadt. Beim Durchqueren des Waldes hatten sie Angst vor Bären und Wölfen. Von bedeutenden Ereignissen wie Kaiserkrönungen oder Schlachten erfuhren sie entweder spät oder gar nicht. Um 1300 sah es in Mitteleuropa ganz anders aus. Der Wald wurde zurückgedrängt, da die Bauern mehr Anbauflächen haben wollten. Die Wohnverhältnisse waren ärmlich. Es war in den Häusern stockdunkel, denn Fenster gab es nicht. Die Reichen konnten ihre Kleidung täglich wechseln, während die Armen ihre jahrelang tragen mussten. Außerdem wurden die Strohsäcke, die den Armen als Betten dienten, nicht häufig gewechselt. Die Häuser im späten Mittelalter waren moderner und jeder besaß ein eigenes Stück Garten. Wald, Wiese und Flussufer wurden aber von allen zusammen benutzt. Die Bauern und Bäuerinnen mussten harte Arbeit leisten, denn Urlaub hatte mit dem mittelalterlichen Bauernhof wenig zu tun. Arbeiten mussten allein erledigt werden, wie zum Beispiel Tiere schlachten, ernten und Essen konservieren. Die Frauen waren hauptsächlich für die Arbeit im Haus zuständig, sowie Putzen oder Kochen. Die Männer kümmerten sich um die Sachen, die weiter weg vom Hof anfielen, zum Beispiel in der Stadt. Auch die Kinder halfen schon dort, wo sie konnten und hatten deshalb keine schulische Ausbildung.